Ja, hätte ich auch gemacht. Wieso ist das runtergespult? Don't know. Gut. Dann schau mal, lass uns noch mal. Warte, Du bist die. in die. Was? Musst in die Küche als erstes. Ja, war ich doch, oder? Ja. Genau, bla bla, das haben wir schon. Ui, Töpfe. Bla 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 blub. Wieso ist hier. Also ich würde einfach nicht reingehen. Ja. Warum ist hier was? Eine Klobürste. Hartes Gewitter. Liebe Gewitter. Ja. Voll die große Küche. Das ist echt schön. So, jetzt sehen wir hier auch noch mal was. Cool. Okay. Ja, da liegt noch was. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. All unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entscheiden, Entschieden. sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Gift ausbringen. Gift ausbringen. Wir bitten Sie, Das soll dieses ich Schreiben. vorlesen. Kannst du machen? Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, Firma Pesky Pests Schädlingsbekämpfung. Pesti Pest. Pesky Pests. Wie du so, und die Tür so, so richtig langsam. Okay, den mögen wir nicht. Nein, den mögen wir nicht. Der Vielleicht waren wird. wir das. Ja, kann ja sein. Aber den werden wir nicht zu unserer Geburtstagsparty einladen. Dich selbst? Ja, ich bin nicht dabei. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie Sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von Punkt, 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 ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlicheren Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte, Punkt, 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 für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Schön, schön. Schön, höchst schön. Muss ins Badezimmer. Ist das das Badezimmer? Das ist das Badezimmer. Das ist das Ich mach das Wasser Badezimmer. aus. Ich mach das Wasser aus. Jetzt haben wir schon die Knieprothese. Die professionelle These. Klug. Leider nicht. Jetzt weiß ich, warum das Prothese heißt. Wieso? Weil es eine professionelle These ist.
Hast du nicht zugehört? Oh. Ich würde immer von unten anfangen. Ja. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so, es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Die ist viel zu gut für ihn. Für mich. Also wir spielen ja den Mann, ne? Du weißt ja gar nicht, ob er das geschrieben hat oder sie. Ja, aber das klang gerade wie eine Frau. Ach so, wir spielen wieder einen Sexisten. Alles klar, Tobi. Nein, weil du vorgelesen hast. Mann. Was, ich klinge wie eine Frau, Sexist? So denke ich gerade. Geh mal zum Zahnarzt. Ja, zu spät. Was denn? Ja, das sind schöne Bilder. Und schön. manche nicht so schön. Ja. Was? Hast du gesagt, ich bin nicht schön, oder was? Ja nun! Ey! Schnauze. Ja, hätte ich auch gemacht. Das Klavier so. Nein! Nein, hör auf damit! Ja, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Nope. I'm out of here. Nö, sehe ich nicht. Ich muss mal ein bisschen weiter rein, sonst bist du nicht im Bild. Ja, solche Bilder hasse ich. Ja, vor allem das Bild hängt einfach überall. Ich find's lustig. Hallo, Rick! Hey, welcome back! Im Buk. Buk. Buxtehude. Was? Was, Mann? Hä? Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt bin ich. Na gut. Hier fehlen Schubladen. Gar nicht. Ach. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brixton, Verlagshaus Geflüsterte Geschichte. Komm mal klar, ey. Was ist mit dir? Tja. Die Geschichte liegt da. Gut. Die ist halt auch schön für Kinder. Oh. Ah ja, die hätte ich als Kind auf jeden Fall gelesen. Hat der das Märchen, kennt er das Märchen nicht? Die? Ja, es gibt ja viele. Viele. Oh. Erst zu mir. Bitte? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Also, weil es ihr seid nur. Oder. Ja, ja. Das ist uns, du hast ja. Der Vegetarier. Oh Gott. Das war ein bisschen. Also, er hat geschrieben. Ja, du kannst halt vor einfach mal gucken, wie es eigentlich geschrieben ist. Weil du machst immer gleich Leertaste und dann siehst du gar nicht. Manchmal bei der Zeitungsartikel siehst du ja dann die Bilder zum Beispiel gar nicht. Weil er hat halt geschrieben und dann schreibt sie drunter, you promised. Ah. Deswegen musst du die Sachen schon anschauen. Okay, ich werde sie von nun an anschauen. Damit du auch so bei Zeitungsartikeln die Bilder siehst. Das werde ich auf jeden Fall tun. Okay. Ja. Alles gerade gut. Hört? Ja. Nope. Thank you.
Also alles voll süß bis auf das da. Also das ist, der Das Hund passt halt ist irgendwie nicht rein, ne? überhaupt nicht. Also der Hund ist süß, aber es ist halt so ein. Wenn es einen weißen Rahmen hätte, würde es reinpassen. Also würde es gehen, Aber auch wenn es eine große dunkle Fläche ist. ja. Also ist halt völlig weird. Weil ich, wer braucht denn so viele Puppen? Schau, wie viele Puppen die hat. Ich meine, also. Hä? Und ganz viele Bären und Ja, ich meine, also mehrere Kuscheltiere braucht man schon, aber halt. Wie, ne? okay. Mutter ist ja eigentlich voll glücklich damit. Ja, nun. Die Schleife ist wahrscheinlich genauso groß wie die Kleine. Ja, wenn es so groß ist wie das ganze Kleid. Oh, wir sind noch auf Just Chatting, Tobi. Danke, Rick. Noch nicht. Das ist so. Oh. Oh, voll süß. Okay, Pferd. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir mal zu den etwas, Zu der schönen Tür. ja, die bisschen, also da bin ich gestolpert und habe die Farbe verloren. Oder auch nicht, also ich muss ja nicht. Lustig, wie die Musik immer vom linken aufs rechte Ohr gerade gewechselt ist. Oh. Batterie alle. Ja, blöd, ne? Scratchy. Ja, deswegen, immer wenn das Punkt zu Punkt ist, hat er halt die Namen weggemacht. Achso, also hat er vorhin den Namen von seiner Frau auch Ja, einfach. er macht seinen und ihren Namen immer weg und bei den Bildern auch immer die Gesichter. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Punkt, Punkt, Punkt. Zwar, mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von Punkt, 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 sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gals einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden könnte. Auf erneutes. Upsen. Was auch immer da stand. Zerbrochene Spiegel zeigen oder bedeuten Selbsthass. Voll der schöne Ring. Ja, der ist ja schön. Tobi gleich mal. Nee, also von Weitem sah er besser aus. Galactics. Große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhof. Ach, Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hintersten Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hatte bisher jegliche Kommentare zu dem tragischen Ereignis abgelehnt.
Das muss ja auch richtig krass sein, ne? Also. Ach, das muss so schlimm sein. Wenn das Feuer so immer näher kommt. Ich bin begabt in Gehstockfechten. Fechten. Entschuldigung, ich konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger da. Du bist echt motiviert in Vorlesen. Ja. Räum mal auf, Dude. Oh Gott, ich freue mich so, wenn es so anfängt, wenn du dich nur vor sowas erschreckst. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Zeit für Keller. Aber nicht wieder in den hinteren Raum gehen. Ja. Bitte gehen Sie auf. Zuerst voll hell, jetzt voll dunkel. Das ist aber bei Assassin's Creed auch so. Wenn du in die Höhle gehst, das ist dann plötzlich. Also das ist so, wenn du reingehst, ist es voll dunkel. Und sobald du irgendwie so richtig in der Höhle drin bist, ist es voll hell. Das ist immer so toll, danke. Ich würde vielleicht schon gerne sehen, wohin ich gehe. Aber bei Assassin's Creed finde ich es eher realistischer, weil deine Augen gewöhnen sich ja auch ans Dunkle und. Ja, aber das ist ja voll schnell. Also ich meine, du guckst rein und es ist einfach stockduster, was keinen Sinn macht, weil das noch am Anfang der Höhle ist. Ja. Okay. Wo die Sonne ja noch reinscheint. Und sobald du drin bist, ist es einfach so normal. Aber beim Rausgehen finde ich es cool. Weil das ist ja dann wirklich nicht so Flash-Ding. Flash. Das ist so lustig. So Readings, C, D, F, C und so. Und dann. Ja. Mach auf Stumm. Und dann Art, A, A, B, A. Great Average, D, 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 C. Tja. Da steht doch nicht so ein. Gut. What? Why? Why? Du, 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 du. Reason. Oh ja, das ist auch cool. Ah, nee, das haben wir ja schon. Aber gibt's hier noch was? Du Lügerer! Geh nicht wieder ran, bitte. Ich brauche ja jetzt quasi. Wir können jetzt hoch ins AT. Achso, das ist jetzt auf das AT. Ja, du hast doch den Schlüssel genommen. Da unten rechts. Das heißt, du doch, was du hast. Ja. Natürlich. Halt einfach andere Seite. Gut. Let's go! Tür zu. Danke. Bevor du rausgehst, möchtest du auch noch sagen, wie langweilig das ist, weil nichts passiert? Aha. Okay, mach ich. Ein kleiner Nachbar, ne? Nur umgekehrt. Es ist mein Büro. Und es gibt 6 Kapitel. Okay. Wow. Er braucht wirklich 25 Pinsel. Warum macht er die nicht sauber? Achso, er zerbricht die. Okay, alles klar. Naja, du machst halt einen und dann statt sauber machen, kaufst du dir 9. Das ist nicht normal. Ich würde sagen, Anti-Aggressionstherapie. Das ist auch ein interessantes Bild. So. Okay.
Okay. Gib mal dein Lehrgut ab, Junge. Hast gerade gesagt, wir gehen auf die Sonnenbank. Ja. Nein, nein. Ah, oh. Lost Duel. Deserve it. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Gut, also dann, wo ist die Farbe? Wir müssen ja jetzt anfangen, ne? Das ist ein Kreuz. Leinwände. Ein fetter Stempel. Aber das ist doch nicht die ganze. Ah. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Ich finde, wir sollten auch nur noch über Zettel kommen. Heutzutage geht es über WhatsApp. Wollte gerade sagen, wir schreiben halt tatsächlich über WhatsApp. So, wenn die Mama immer Futter schreibt, einfach nur in die Ja. Gruppe, damit alle wissen, okay. Was total scheiße ist, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt und dann kommt nur so Futter und ich hocke so zu Hause so. Ich will auch essen. Mann, oh, ich muss mir selber erst was kochen. So viel gemeint, ihn. Vollkommen So viel sehen. gemein, oh. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus.